Willkommen zum vierten Teil meiner Tutorial-Serie, wie man ein Objekt für Computerspiele erstellt. In diesem Teil lernen wir aus den Grundmodellen, die wir in den vorherigen Teilen erstellt haben, dieses Modell hier zu kreieren. Ihr seht, das Ergebnis sieht so aus, dass wir ein bisschen mehr Charakter in dieses Modell gebracht haben, was wir zuvor erstellt haben. Ich werde hier in diesem Teil die Details reinbringen, einige Elemente noch hinzufügen, die ich zuvor vergessen hatte, beziehungsweise die wir vorher noch nicht behandeln konnten. Und das gleiche auch hier mit dem Seil, was wir die Tage mal bei den anderen Teilen gemacht haben, das habe ich dann hier auch erstellt. Und ja, das ist dann das Ergebnis und ihr werdet das Ganze dann in diesem Teil des Tutorials lernen. Okay, los geht's. Als erstes werde ich hier dieses Seilelement oder diese Schnur hier unten machen. Beim letzten Teil haben wir gelernt, wie man diese Pattern oder wie diese Einzelstücke, aus dem das Seil besteht, wie man die anlegt, hier für die Splines. Ich zeige euch nochmal kurz, wie das aussieht. Also das Element werde ich heute machen und hier unten die beiden Zipfel. Und dann fange ich damit an, den Axtkopf zu finalisieren mit den ganzen Strukturen, die da sind. Dazu kommt dann noch der Hals. Am besten lege ich direkt los, da können wir direkt gucken. Okay, zuerst sagte ich ja, mache ich dieses Seilelement. Dazu klicke ich hier oben auf Splines und dann einfach nur auf das Objekt. Und dann öffnet sich 3D-Code mit dem letzten editierten Spline-Objekt, hier unten mit der Kurve. Und ich möchte aber gerne hier ein neues erstellen. Und zwar mache ich das hier dann, indem ich hier unten diese Kugel, den Durchmesser einstelle und kann dann damit das Seil setzen. Da ich hier vorher auf dieses Element geklickt habe, sieht man auch sofort mein Seil, das wird dann hier angelegt. Dieses Element wird noch nicht hier auf diese Voxelbaumebene gestellt, sondern es ist zunächst einmal hier dargestellt und kann editiert werden. Also diese grünen Bälle, wenn ihr hier mal mit der Maus drüber geht, mit dem Mauscursor, dann seht ihr, dass er die Bälle hier so snappt und da sieht man dann, dass man hier welche einstellen kann, also dazwischen setzen. So. Man kann auch die Bälle entfernen, indem ihr einfach entfernen drückt. Das heißt, ihr klickt hier auf einen so eine Kugel und drückt auf entfernen, dann ist sie halt wieder weg. Als erstes, damit ich das Element hier rumlege, brauche ich noch eine Ebene, auf der dieses Objekt erscheint. Das mache ich dann hier oben in dem Ursprung. Und da steht jetzt hier eine neue Ebene und da gebe ich auch direkt einen Namen. Seil 1, weil es wird, ich mache so Ringe, beziehungsweise versuche hier so ein Seil-Komplett-Set zu machen, dass sich das um diesen Schaft windet. So. Ihr könnt also hier draufklicken oder ihr bewegt direkt einfach die Kugeln. Es kann sein, dass sich hier der Modus hier oben ändert in Extrudieren und wir wollen aber gerne bewegen, deswegen drücke ich jetzt W oder drücke hier auf diese Option und kann dann die Kugeln einfach nur bewegen. Im Moment sehen wir, dass die Kugel sich in den Schaft hinein bewegt. Das liegt daran, dass ich hier und die Oberflächenhaftung nicht angeklickt habe. Das heißt, wenn ich jetzt draufklicke, hier Oberflächenhaftung, dann sehe ich, dass meine Kugel sich genau auf dem Schaft bewegt, ne, auf der Oberfläche. Das gleiche, wenn ich hier rüberziehe, so, dann schnappt das so dran. Dasselbe mache ich hiermit auch. Und jetzt kann ich genau mein Seil auf dem Objekt bewegen. Ich stelle zum Arbeiten am besten in den Orthogonalmodus, also quasi keine Perspektive, die stelle ich aus. Das mache ich hier oben an dem Icon und jetzt kann ich hier ganz normal arbeiten. Das hier ist die Seitenansicht und da fange ich dann einfach mal an und lege hier das Seilobjekt drumherum. Ich versuche so ein bisschen so zu arbeiten, als wenn das wirklich drumherum gewickelt würde. Muss ich mal kurz gucken. So haben wir das. Okay, also das ist dann die Schräge. Mal schauen. So, lege ich das hier mal an. Ein bisschen kleiner werde ich es noch machen. Das kann man zwischendurch. Ich mache mal Escape und fange neu an, weil dann kann ich den Durchmesser fest definieren. So, da haben wir es. Upsala. Jetzt nochmal das Objekt umstellen. So, da haben wir es. Jetzt kann ich die Schnur also hier drumherum legen. Ich mache das Ganze meistens mit etwas weniger Objekten. Also etwas weniger Unterteilung, damit ich später besser anpassen kann. So. Ups. Dann mache ich das hier oben nochmal rein. Hier auf der Stelle. Also das Element tue ich hier noch ein bisschen so in diese Ecke, damit ich das gleich überlappen kann. So, damit sich das überlappt.
So, und das gleiche mache ich jetzt weiter mit dem Objekt. Da haben wir es. Wenn so etwas passiert, wenn das Seil hier so reinragt, das könnt ihr später ausgleichen, indem ihr einfach die Kugel hier dazwischen packt. Und dann seht ihr, dann schnappt die so an dieses Objekt. Also je weniger Abstände ihr macht, desto besser kann man hier, desto besser ergibt sich das auf der Oberfläche. So, ich mal kurz gucken, Escape drücken. So, jetzt schiebe ich das wieder hier hin. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, weil der schnappt auch schon mal hier oben automatisch in dieses Seil, was dahinter zu sehen ist. Aber das kann man auch umgehen, indem man so ein bisschen darauf achtet. So, dann schiebe ich das hier hoch. Das ist ein bisschen Fummelei, aber das macht ja unseren Job aus. Fummeln an diesen ganzen Sachen, damit sie detailreich aussehen. So, dann geht das so weiter, bis ich soweit mit dem Seil fertig bin. Müssen ein bisschen auf die Abstände achten. Das wird gleich auf der Ebene verschmelzen, wenn ich fertig bin. Das ist aber nicht ganz so schlimm, da das Objekt ja nicht so groß ist. Das heißt, wir können da also nicht so allzu sehr nah dran. Für in einem Spiel lasse ich das dann, das ist dann völlig okay. So, mir gefällt das soweit ganz gut. Ich werde dann gleich nochmal hier so das so reinschieben. Und überprüfe jetzt, ob sich da nicht irgendwas komplett überschneidet, extrem, so wie hier. Dann würde ich dann noch eine Kugel reinmachen. So. Damit das noch ein bisschen mehr Unterteilung hat. Prima. Und dann so. Sehr schön. Sieht doch gut aus. Vielleicht noch ein bisschen nach unten. So. Ich passe das noch ein bisschen an. Das noch etwas runter, weil ich sehe, das ist ja relativ steil. In der Zeichnung sind die Seile oder die Stücke, die Bänder sind ein bisschen dicker. Ich habe jetzt hier so einen Durchmesser gewählt, der ist nicht so. Ich kann die Kurvenstärke allerdings erhöhen. Also hier, ihr seht, mit der noch mal nachträglich ein bisschen größer. Dann können wir das hier noch etwas verschieben. Ich mache das aber lieber, um so ein bisschen ineinander zu ziehen. Nachträglich. Das ist besser, dann geht das so ein bisschen in sich hinein. Mach mal kleiner. So. Leider stellt sich hier der Wert immer wieder auf 1. Sodass man quasi nicht genau sagen kann, wo ich war ich vorher, was ist der Originalwert. Ist aber nicht ganz so tragisch für uns hier. So. Ich hoffe, ihr habt Geduld. Aber zugucken macht manchmal ja auch Spaß. So. Sehr schön. Das ist also das erste Seil hier. Und wenn ich jetzt Return drücke und Escape, wartet mal, und dann ein anderes Werkzeug auswähle. Wenn ihr Escape drückt, dann ist das Seil weg. Dann sehen wir, dass die Auflösung nicht ganz ausreicht. Aber in einer kleinen Größe geht das noch. Aber ich möchte das lieber etwas höher auflösen. Deswegen setze ich hier mit dem Icon die Auflösung der Voxel-Ebene höher. Oder macht das hier Auflösung erhöhen. Okay. Und jetzt drücke ich nochmal Return. Bewegen. So, und dann ist es etwas feiner. Falls euch das Gekrüssel hier stört, einfach alles glätten und dann sieht das ganz nett aus. So, hier sind so ein paar Unreinheiten noch. Wartet mal, das können wir noch korrigieren. So, wo kommen die denn her? Ah ja, okay, hier endet auch das Seil deshalb. So, mal schauen. So, Return. Bewegen. Bewegen drücke ich deswegen, ist nichts Besonderes. Er schaltet dann einfach die Kurven weg. Wenn ich, wie gesagt, Escape drücke, dann ist leider dann meine Kurve komplett entfernt und ich müsste sie neu setzen. Ihr könnt sie natürlich abspeichern. Also ihr könnt hier auf Kurven gehen. Ich hatte das, glaube ich, schon mal erklärt. Und dann geht ihr hier auf Speichern. So, und dann schreibe ich hier rein. Seile, Knoten. So. Dann wird das jetzt gespeichert. Hoffe ich. Ja, mein Laufwerk. Ich habe externes Laufwerk, der muss das erst suchen hier. Windows denkt sich, ja, gucke ich mal, ob ich das nicht auf 15 Laufwerken speichern kann. Gut, da ist es gespeichert. Wenn ich jetzt Escape drücke, sind meine Kurven eigentlich weg. Ich kann sie aber neu einladen, indem ich einfach auf Laden klicke, Seilknoten öffnen und dann sind sie wieder da. Okay, das ist also ein Weg.
So, das sieht ganz nett aus. Ich mache mal hier unseren Grid aus. So. Ist zwar ein bisschen klein, aber wir könnten das jetzt duplizieren, indem ich meine Knoten einlade, öffnen, so. Und dann bewege ich die gesamte Kurve nach unten. Das geht auch. Und zwar klicke ich hier drauf, gesamte Kurve und beeinflussen. Hier ist das die Option. Und wenn ich jetzt bewege, dann bewege ich die gesamte Kurve um einen Schritt nach unten. Das heißt, ihr könnt also euer bereits fertiggestelltes Element nach unten schieben und es entsprechend anpassen. So, jetzt mache ich das wieder aus. Jetzt kann ich wieder ganz normal damit arbeiten. So. Und meine Kurve hier jetzt anpassen. Ich schiebe das mal so ein bisschen rüber. Da noch eine Kugel rein. So, und das auch noch rein. So, etwas runter. Müsst ein bisschen gucken, dass ihr nicht den falschen erwischt. Ist ein bisschen tricky, aber egal. So, ich bewege sie jetzt alle ein bisschen, damit sie an die neue Oberfläche schnappen. Das ist nämlich natürlich so, dass die Kurve verschoben wurde auf Basis der Position da oben. Aber ich möchte natürlich die neue Position verwenden. Dann schnappt er auch an das neue Seil, ist aber nicht so schlimm. So, mir soll das erstmal reichen. Ihr könnt das ja später für euch noch ein bisschen genauer machen. So, ich bin wieder mal typisch Perfektionist hier. Doch wieder. So, mal gucken. So, da ist es. Alles klar. Und jetzt nochmal Return in der gleichen Ebene. So, bewegen. Da ist es jetzt wieder. Hier seht ihr wieder dieses leichte Gekrösel. Da kann ich ja wieder glätten. Und noch einmal. So, dann haben wir da unser Seil drumherum gewickelt. Jetzt hängen ja in der Zeichnung hier unten noch zwei von diesen Endstücken raus. Die werde ich dann auch noch da reinsetzen. So, jetzt gehen wir wieder auf Kurven. Escape. Und jetzt setze ich das eine Stück so hinein. Hier ist es. Und dann das andere. Die Oberflächenhaftung mache ich diesmal aus, weil ich möchte, dass ich da genau, dass das da rein geht. So. Ein bisschen runter. Muss ja nicht ganz genau sein wie in der Zeichnung. Das ist ja nur ein Konzept, das heißt so eine grobe Vorgabe. Und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass der Konzeptautor, zufällig kenne ich ihn, das bin ich, der nichts dagegen hat, dass wir jetzt so ein bisschen daran rumfummeln. So, ich habe jetzt hier so eine Kurve gemacht, da. Und jetzt lasse ich das so etwas runterhängen, ein bisschen näher ran. So, das ist der eine. Hm, das ist gut. Ich werde dazu eine neue Ebene machen, weil später beim Retopologisieren wird uns sonst das Ganze ein bisschen Schwierigkeiten bereiten. Deswegen mache ich das hier. Eine neue Ebene, zack. Ich nenne das mal ganze Seilende oder Seilendband 1. So, Return. Ach ja, wieder falsche Auflösung, noch einen höher. Jetzt haben wir es. Und das andere schiebe ich dann wieder rüber. So. Ja, ganze Kurve. Dann drehe ich das noch ein bisschen hier. So. Wieder Unterkurve wieder ausschalten. So. Da haben wir es. Nochmal rüber. Zack. Vielleicht so ein bisschen anders, damit mehr Dynamik drin ist. So. Und hier mache ich natürlich auch wieder eine neue Ebene. Das kann ich ja kopieren hier. Zack. So. Achso, das ist ja Nummer 2. Und jetzt noch eine Auflösungsebene dazu. Return. Gucken. Jo. Und jetzt das Ganze nochmal ein bisschen glätten. Dasselbe nochmal für den. Wunderschön. So, jetzt sieht das schon ganz nett aus. Ein bisschen können wir erkennen, dass es hier so Löcher gibt. Ja, das ist nicht schön. Das könnt ihr ein bisschen ausgleichen, indem ihr hier auf das Seil klickt, auf diese Ebene und dann auf Bewegen geht. Das ist dann hier oben. Da sind wir auch schon, ja. Und ich bewege dieses Element dann so ein bisschen raus. Ne? Weil das ist, wenn ich den Schaft mal ausblende, dann sehen wir, dass das so ein bisschen genug
Struktur hat, schiebe ich das sogar ein bisschen runter. Dann passt das. Gut, alles klar. So, und so aus der Entfernung sieht das ja ganz nett aus. Ich mache mal hier oben noch Voxel. Hier oben aktive Objekte hervorheben schalte ich aus, dann ist das nicht so verwirrend. Nochmal die Perspektive an. Da haben wir es. Sehr hübsch. So, die Knoten hier unten, die spare ich mir jetzt mal. Ihr könnt euch die natürlich selber machen, aber ich lasse sie erstmal weg. Den einzigen Knoten, den ich machen werde, wäre hier oben dieser. Und dann, weil das dann einfach schöner aussieht, auch wenn das vielleicht so reichen würde, aber ich bin da so ein bisschen penibel. Beispielhaft mache ich mal einen, da muss man jetzt nichts Wildes tun, ihr macht eine 8, das zeige ich euch mal. Das sieht dann genauso aus wie ein Knoten, völlig ausreichend. Neue Ebene, so, Seilknoten, 1, ich benenne die immer nach Nummern, so. Jetzt gehe ich wieder zu meinen Kurven, da sind sie, die alte Kurve ist noch zu sehen, so, Escape, so, nochmal. Und jetzt mache ich mir so eine 8, das ist hier ganz einfach. Ich sag euch das so. Hier noch einen. Und dann schließe ich den. Ja, das kann man hier Kurve schließen. Dann ist sie jetzt geschlossen über diese Option. Wandle sie um in meine Seilkurve. Da erhöhe ich nochmal hier kurz die Auflösung. So, und jetzt mache ich folgendes. Das tue ich aber hier extern, also außerhalb. Schiebe mir die so ein bisschen zusammen. Eigentlich kein großer Trick, also das ist halt immer so, wie man gerade möchte. So, ein bisschen enger. Das ziehe ich noch ein bisschen nach weiter nach außen. So. So. Dann schiebe ich den noch ein bisschen rüber. Ich habe jetzt wieder eine gesamte Unterkurve beeinflusst. Weißer Ring heißt, ich kann das Ganze verschieben. Jetzt können wir den da anklicken. Das Schöne jetzt ist, gesamte Unterkurve, ich kann das jetzt skalieren. Okay, also klein machen. Das sehe ich auch noch ein bisschen. So, und bewege das hier noch rüber. Noch mehr skalieren. So. Nicht mehr, so, nicht mehr beeinflussen. So, und jetzt kann ich das hier ein bisschen zurechtschieben. So. Da dann überkreuzt, das muss ein bisschen tricky jetzt hier. Da. So. Da kommt das ein bisschen nicht klar, so überkreuzt. Ich blende das mal aus, die anderen Sachen auch. Ja, so. Return, jetzt gucken wir uns das mal an. Ja. So, sieht doch nut aus. Ein bisschen glätten. So, einmal. Fertig. Ja, ist ein bisschen verschoben, da könnte noch mehr rein. Okay, dann lösche ich das mal, den Inhalt. Gehe wieder zu meinen Kurven. Löschen den Inhalt kann man hier mit diesem Icon. So, und dann wieder ganze Kurve und beeinflussen. Klick drauf. Dann schiebe ich mir sie ein bisschen, ups, ein bisschen hier rüber. So. Schön. Ein bisschen größer. So. Return. Gucken. So. Einmal glätten. Und schon fertig. Prima. Gut. So, damit hätten wir also hier dieses Element. Und nun komme ich zu dem Halsstück da oben. Das Halsstück, erinnert ihr euch, das ist hier oben diese Elemente, diese Ringe. Das geht relativ einfach. Dazu schalte ich in die Seitenansicht. Ich mache nochmal hier den Grid an. So, im Moment dann ist das hier perspektivisch. Hier schalte ich also auf orthogonal. Das mag ich immer ganz gerne. So, Seitenansicht. Verschiebt sich ein bisschen, ist aber nicht schlimm. So. Da ist er. Alles gut, ja. Und hier erstelle ich nun also diesen Ring. In der neuesten Version von 3D Code, ich mache das hier alles noch in der 4er,
Ich möchte natürlich dabei bleiben bei der Vierer. Die 4.1er ist inzwischen rausgekommen. Wenn ihr hier dieses Tutorial anschaut, dann gibt es schon die Version 4.1. Ich arbeite noch in der Vierer, weil ich dieses Tutorial auch in der Vierer begonnen habe. Ich möchte also nicht irgendwelche Leute benachteiligen, deswegen habe ich hier in der Vierer einfach weitergemacht. Und in der Fünfer gibt es eine Lase-Tool, also so ein Werkzeug, mit dem ich eine Extrudierung in der, also einmal, ihr kennt das, man kann einmal so ein Objekt machen, das einen Querschnitt hat und das wird einmal rundherum erstellt. Das kann man mit einer Kurve beschreiben in der neuen Version, aber ich muss mir noch behelfen. Das zeige ich euch. Ich erstelle dafür erstmal hier oben eine neue Ebene. Das heißt dann hier Hals oder Schafthals, nenne ich das mal so. Erhöhe wieder mal die Auflösung, damit genug Voxel da sind auf 2. Kommen wir bisher ganz gut damit klar. So. Den Hals, den mache ich, indem ich folgendes mit unserem bewährten Blob-Tool arbeite. Da ist es. Das steht bei euch wahrscheinlich, wenn ihr es noch nicht verwendet habt, auf runder Rahmen. Das ist okay. Und es steht bei euch womöglich auf diesem Zeichen hier, auf diesem Quadrat. Ich mache da folgendermaßen. Ich möchte jetzt hier quasi den Querschnitt beschreiben. Und den werde ich dann einmal rundherum zeichnen. Also erstellen lassen. Das mache ich jetzt, indem ich erstmal den Schaft ausblende. Vorher habe ich auch hier oben den Mittel, das Achsenkreuz eingeblendet. Das solltet ihr machen. Das ist eine ganz gute Hilfe, wenn ihr die Achse sehen wollt. So, da haben wir es. Ich kann es auch hier auf transparent machen. Das mache ich auch mal. Dann werden die Sachen nämlich nicht berücksichtigt. Hier oben, das sind sogenannte Geisterobjekte, Ghosts im Englischen. Und ich habe das Geisterobjekte benannt. Ich habe das einfach mal so übernommen. Gut, ich könnte sie auch inaktiv machen oder wie auch immer. Auf jeden Fall werden diese Objekte ignoriert. Hier oben in diesem Menü sagt ihr, was damit geschehen soll, wenn ihr arbeitet. Das gilt also für alles. Die Kurve eben, wo wir diese Seil erstellt haben, die Kurve hat sich an die ganzen Objekte, die zu sehen sind, angepasst. Also sie ist darauf gewandert. Hätte ich diese Objekte in diesem Modus hier geschaltet und auf Ignorieren gestellt, dann hätte die Kurve, das Snapping der Kurve, hätte es dann ignoriert. Und das passiert hier auch. Das heißt also, ich ignoriere alles, was transparent ist. Und hier sind noch weitere Modi. Ich kann zum Beispiel bearbeiten, aber in Ausrichtung ausschalten. Oder ich kann diese Objekte nicht bearbeiten, aber dafür wird alles andere daran ausgerichtet. Und ich kann diese Objekte auch bearbeiten, obwohl sie transparent sind. Gut, ich mache jetzt also unseren Blob und stelle ihn erstmal hier das richtige Werkzeug. Ihr geht hier oben drüber oder drückt E, das geht auch. Ne? E. Und dann wählt ihr dieses schöne Tool hier, das ist diese geschlossene Kurve, weil die uns gleich viel flexibler hilft, hier einen Querschnitt zu erstellen. So, das mache ich einfach ganz grob hier. So, der soll in etwa so aussehen. So, so, ihr werdet gleich sehen, was ich mache. So, das war's schon. Jetzt drücke ich Escape. So, und das ist unser Querschnitt. Leider zoomt er sich nicht mit. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Nein, in der Version kann ich das nicht machen, aber ich kann sie transformieren. Also normalerweise zoomt sie mit dem View mit, also mit der Kamera. Ich glaube, das ist auch erst ab der 4.1er, kann ich euch aber jetzt noch nicht sagen. Ich zoome auf jeden Fall hier mit dem Werkzeug Kurve transformieren, dann zoome ich das so ein bisschen höher so und bewege sie mir so ein bisschen zur Seite. Das wird unser Regen. Sieht natürlich jetzt nicht wirklich toll aus, weil da so überall runde Ecken sind. So, ich drücke mit der rechten Maustaste hier über diesen Punkt und dann verändere ich jedes Mal die Artweise, wie die Kurve da auf diesem Punkt behandelt wird. Das heißt, ist es eine eckige Kurve oder ist es eine runde Kurve? Das hier sind Splines, das ist eckig und das sind NURBS, also Non-Bezier Spline Objects hier. So. Das kennt man von Maya oder von Softimage oder auch anderen Tools, die NURBS unterstützen. Also das ist aber eine Spline, so wie bei Max. Und die kann ich hier auf eckig machen und wenn ich möchte, halt eben auch auf rund. So, jetzt kann ich die Sachen hier bewegen. Ich habe extra, bin ich hier über die Mitte gegangen, das, weil ich später hier ja kein Loch haben will, wenn ich das einmal rundherum erstellen lasse, diesen Querschnitt. Deswegen bin ich ein leicht wenig drüber gegangen. So, das ist jetzt ein Halselement. Und das werde ich jetzt hier einmal mal erstellen. So. Wenn die Punkte euch hier stören, also wenn sie jetzt nicht so dolle ausgerichtet sind, das ist nicht schlimm. Man kann das nämlich auch numerisch eingeben. So, und zwar, ich gehe also hier oben auf dieses Menü und dann sage ich Positionstabelle bearbeiten. So,
erscheint hier ein Fenster und zeigt uns die Reihenfolge der Punkte, die ich gesetzt habe vorhin. Also 1 bis 8. Und die gleichen Nummern findet ihr hier, 1 bis 8. Und das hier sind die x- und y-Koordinaten für diese Kurve, für den Punkt. Also die 2 zum Beispiel ist auf der x-Koordinate 977. Die kopiere ich, so mit Steuerung C, und gucke bei 7, das ist hier, und füge sie dort ein. So, jetzt ist die 7 auch auf dieser Koordinate. Das könnt ihr erst sehen, wenn dieses Fenster geschlossen wird. Das ist hier in der Version etwas blöd gelöst. Ich hätte es mir gewünscht, dass man das sofort sieht, aber gut. Ja, Andrew hat das so eingebaut. Und wenn ich OK drücke, seht ihr, die 7 wurde verschoben. Dasselbe könnt ihr machen mit der 3, damit die 6 an die gleiche Position geht. So, 3 und die 6. Okay, so, an die gleiche Position. Und das gleiche machen wir mit der 4 auf die 5. Okay. So. Okay, jetzt wurden die verschoben. Und jetzt schiebe ich noch die Sachen so in etwa dahin. Ihr könnt jetzt natürlich alles hier schön numerisch eingeben. Dauert eine Weile und ich erspare euch das. Deswegen mache ich das jetzt mal Daumen mal Ente. Also so ungefähr. Ja. So. Ich glaube, das ist okay. Und das soll jetzt unseren Querschnitt bilden. Okay? Version also zweifach aufgelöst. Und nicht oben runder Rahmen, sondern ihr stellt auf den flachen Rahmen. Der flache Rahmen bedeutet, das ist dann eine scharfe Kante. Während der scharfe Rahmen, ihr erinnert euch vielleicht, so habe ich meine Klinge erstellt, da kann man dann den scharfen oder diesen Querschnitt, diese Schärfe kann man einstellen. Ja, das ist wie so ein Keil. Also flacher Rahmen, keine Einstellung. Return, fertig. So, jetzt sehen wir, das ist unser Querschnitt. Der liegt leider nicht genau auf dieser Achse. Das ist aber nicht schlimm. Das, die können wir darüber bewegen, indem wir auf Transformieren klicken. So, könnte ich jetzt von Hand machen. Aber ich tue es hier per numerisch und sage 0 und dann wird das da hingeschoben. Und die Z-Achse, also hier, sie muss auch auf 0 sein. Ich mache mal die Ansicht von oben. So, und das hier ist der Mittelpunkt hier. So, also ein bisschen sieht man das vielleicht. Den mache ich auf 0. Wenn ich jetzt, das Objekt einmal rumherum, wartet mal, ich sehe gerade, das ist ein kleiner Fehler, ich muss mal hier so rüberschieben, so. Und ich muss mein Steuerkreuz an die, geometrische Achse richten, beziehungsweise genau lokale Position zurücksetzen. Mal kurz gucken. So. Damit ich dieses Steuerkreuz hier damit ich dieses Objekt bewege, sich das Steuerkreuz also auf die Nullposition setzen. Das habe ich eben gemacht. So, 0 hier, das ist die X-Achse und 0 die Z-Achse. So. Nun kann ich hingehen und das Ganze einmal rotieren. Das mache ich mit dem Wickeln-Tool, das ist hier unten, Wickeln. Und ihr seht, ich hatte das schon mal vorbereitet. Ja. 0, so. Endwinkel manchmal 180, so, und Unterteilung auf 1. Das müsste in etwa eure Einstellung sein. Das sieht jetzt etwas komisch aus. So, wie folgt. Also, das ist der Endwinkel. Da sehen wir, da verändert sich das und wird einmal rundherum gewickelt. So, dann kann ich die Segmentanzahl angeben. Dann werden die Sachen dupliziert auf dieser, auf diesem Weg. So, wenn ihr den Startwinkel aber verändert, zum Beispiel in diesem Bereich, also den 360 Grad, dann könnt ihr solche umgedrehten Objekte auch wieder korrigieren. Also ihr habt ja gerade gesehen, ne, wenn das hier auf 0 steht, wenn das hier auf 0 steht, dann ist es so eigenartig verdreht. Man sieht die Rückseite von dem Element. Ihr könnt das aber korrigieren, indem ihr den Startwinkel einfach hochsetzt, ja, und den Endwinkel entsprechend verändert. Ihr müsst hier so ein bisschen dran drehen. Ich bewege hier einfach die Maus, dann könnt ihr das genau einstellen. So, wenn ich den Endwinkel also komplett auf 0 mache, dann sieht das schon mal ganz gut aus, wie so ein Halselement, ja, der Zeichnung. Aber ihr seht, hier gibt es einige Segmente. Ja, die würde ich ja auch sehen, wenn ich das jetzt übernehme. Das mache ich einfach mal testweise. So, hier sehen wir, das sieht komisch aus. Gut, für unsere Achse wäre es vielleicht sogar ganz cool, mit solchen scharfen Kanten, aber ich möchte das erstmal. Ich möchte das genau runter haben. So, also einmal wickeln. Und wo ist unser Objekt? Na nun,
verschwunden. Ich mache jetzt mal mehrmals Undo. Oh, das ist ja lustig. Okay, jetzt haben wir das hier also eingestellt. Und nun möchte ich das gerne einmal drumherum wickeln. Das mache ich mit dem Wickeln-Tool. Ich habe das hier schon vorbereitet. Ich sage euch mal, was ich genau gemacht habe. Wenn ihr das auf 0 stehen habt, also Endwinkel wird wahrscheinlich hier bei 180 stehen und ihr müsst den Biegen-Modus einstellen. Und ganz wichtig ist, dass ihr Step Scale auf 1 lasst und die Überschneidung könnt ihr auch auf 0 lassen. So. Dann kann es sein, dass dieses Objekt hier invertiert erscheint. Ja? Dann müsst ihr den Startwinkel einfach erhöhen. So, da seht ihr schon, er korrigiert das hier. Und den Endwinkel müsst ihr, so, den Endwinkel müsst ihr erniedrigen auf 0. Dann haben wir hier ein Objekt, das einmal um 360 Grad herum gewickelt wird. Und das sieht ganz nett aus schon. Aber wir erkennen, dass hier unten so Kanten sind. Ich möchte aber keine Kanten, ich möchte gerne ein rundes Objekt. Damit wir das verhindern, müssen wir also mehrere Segmente verteilen auf diese Biegung. Dazu gehe ich hier auf Segmentanzahl und erhöhe die einfach mal. Seht ihr? Dann erhöht sich die Anzahl der Segmente. Ich mache da mal 6 hin, so. Und dann sind diese Kurven viel, viel runder. Jetzt haben die Kurven aber einen neuen Nachteil. Sie liegen genau aneinander. So, ich erhöhe übrigens hier noch zwischendurch noch die Auflösung. So, ich sehe gerade, komischerweise steht die auf 3. Aha, nun ja, jetzt sind sie auf jeden Fall aneinander. Und das kann man auch korrigieren in 3D Code. Und zwar kann man die Überschneidung erhöhen. Also schaut mal, wenn ich das jetzt erhöhe, dann verschwinden diese Lücken. Und er schiebt die Objekte ineinander hinein. Also sie verschmelzen. Ja, ich mache das nochmal zurück. Da sieht man das ganz gut hier. Die werden da so reingeschoben. So, wenn ich das gut finde, dann drücke ich einfach auf Übernehmen oder Return. So, da haben wir es. Und alles sieht gut aus. Prima. Jetzt können wir den Hals so übernehmen. So, und die anderen Sachen blende ich auch wieder ein. Und das sieht doch ganz nett aus hier. Dann verschiebe ich noch ein bisschen nach oben. So. Bewegen. So. Und das ist doch ganz lustig. Ich gehe also hier bei dem Schafthals und dupliziere den noch einmal mit dieser Funktion hier. Ebene duplizieren und schiebe den einfach nach unten. Und jetzt habe ich 2 Stück. Ich könnte überlappen, aber ich mache das mal so. So, und dann habe ich 2 nette Halselemente, die so ganz, ganz cool aussehen. So, da haben wir es. Prima. Jetzt mache ich wieder auf Perspektive. Wegen, da haben wir das Objekt. Wunderschön. Sieht doch ganz nett aus. So in etwa wie unsere Konzeption. Sieht schon mal ganz nett aus. Und als nächstes fange ich jetzt also an und mache die Details in das Objekt. Wir erinnern uns, ich habe hier oben die Elemente alle einzeln, damit für meine Zwecke möchte ich sie aber verbinden. Und zwar fange ich da oben mit dem Kopf an, also mit der Wange hier und mit dem Hammer, sowie mit dem Auge, das ist hier dieses Element, und verschmelze die. Damit ich aber meine Grundobjekte behalte, mache ich das in eine neue Ebene. Ich blende dazu den Hammer aus, das Auge und die Wange. Die sind immer noch da und erstelle jetzt quasi ein neues Element hier unter Schaft. Und das heißt, das ist dann hier der Axtkopf. So, da haben wir ihn. Der soll natürlich dieselbe Auflösung bekommen wie diese Elemente hier, damit es keine Probleme gibt. Und deswegen stelle ich den mal auf zweifache Auflösung. Okay. Jetzt kopiere ich einfach die Objekte hier in diese Ebene hinein. Das mache ich, indem ich hier oben auf Wange gehe, rechte Maustaste, und dann kopieren in und pack das hier in den Axtkopf. So, hier wurde jetzt die Wange hineinkopiert, sie ist immer noch hier da. So, ich mache blende mal den Kopf aus, so, da sehen wir sie, da ist sie noch, aber sie wurde jetzt hier hineinkopiert. Das gleiche mache ich mit dem Hammer, rechte Maustaste, kopieren in, Axtkopf. Da ist er. Und das gleiche mache ich mit Auge. Das sind all diese ausgeblendeten Sachen. Auge, kopieren in, Axtkopf. So, was ist hierbei passiert? 3D Code hat beim Kopieren diese Objekte alle verschmolzen. Ja, das ist jetzt ein einziges Objekt. So, jetzt kann ich euch zeigen, indem ich hier auf Bewegen gehe. So, transformieren.
Und wenn ich das drehe, dann wird das komplett gedreht, weil das ein Objekt ist. Alles klar? Sehr schön. Nun kann ich anfangen und hier die ersten netten Sachen einbauen, damit arbeiten. Und zwar mache ich das am besten, indem ich hier vorher ein bisschen das Ganze glätte. So, auf glätten. Das Ganze wurde jetzt geglättet, das heißt, diese Elemente hier wurden so ein bisschen abgeglättet. Ich glaube, für die Details gehe ich nochmal eine Stufe höher, das heißt also hier Auflösung nochmal erhöhen. So, dauert ein wenig, sind ja auch mehr Polygone, kann man ganz gut sehen oder auch nicht, seht ihr, viel mehr. Ich habe W gedrückt, so, und dann ist hier alles auch viel glatter. Ich möchte, dass das so eine grobe Axt wird, also so, als wenn diese Elemente hier verschweißt wären. Deswegen gehe ich da hin und habe hier dieses Kugelelement hier oben, diese Kugelwerkzeug habe ich verwendet. Und wenn ich damit male, dann sieht man, dann wird hier die Kugel gesetzt. Hier sehe ich gerade, der Modus ist bei mir zufälligerweise auf der Klick-Positionsebene zeichnen eingestellt. Ich mache das aber weg. Und wenn ich jetzt male, dann malt er nämlich auf meinem Objekt. So, wenn diese Option hier deaktiviert ist, dann male ich hier auf der Ebene. So, das mache ich also hier aber mit einer etwas kleineren Kugel. Kann man noch einstellen fest und dann geht's los. Also, das sieht dann so ein bisschen aus wie so ein verschweißtes Objekt. Zwischendurch drücke ich die Shift-Taste und glätte das so ein bisschen. So, wenn man die Steuerung-Taste drückt, dann reduziert er, also zieht er die Kugel dann ab. Ja, Steuerung-Taste malen, dann fräst er quasi so eine Kugel da rein. So, und ich mache das aber hier so ein bisschen mit dem Element. Wenn ich den Pinsel umstelle, zum Beispiel auf diesen hier, dann entstehen auch kleine Kugeln. Also je nachdem, wie fest ich drücke, entstehen auch kleinere Elemente. So, hier mal machen. So. Zwischendurch mache ich auch ein bisschen weg. Ihr seid ja ganz kreativ, könnt ihr da sein. Ich mache dann hier einfach so meine Sachen, die so ein bisschen nach verschweißt aussehen. Ja, ich verwende jetzt diesen Modus hier, um euch das mal zu zeigen, aber ihr könnt natürlich auch andere Sachen verwenden. Also andere Werkzeuge dafür. Man kann mit verschiedenen Sachen machen. So, ich werde mal mein Werkzeug wieder zurückstellen. Das gefällt mir nicht. So, wartet mal. Auf die Kugelgröße, dann ist die jetzt einheitlich. Da sieht das nämlich wirklich so aus, als wenn jemand genau den gleichen Schweißdraht verwendet hat. So. Den Wert seht ihr immer hier oben unter Pinselradius. 1,5 stelle ich mal ein, dann weiß ich das und kann das dann gleich verwenden. Ja. So. Immer wieder mit Shift. Ist ein bisschen kreative Arbeit. Also, ja. Wunderbar. Kann ruhig ein bisschen grober sein, das ist nicht schlimm, ist ja auch Schweißnaht. So. Da haben wir es. Das gleiche mache ich dann auch hier. Könnt euch natürlich überlegen, ob ihr das so haben wollt oder ob ihr das einfach so lasst. Ich finde, das kriegt aber dann einen viel cooleren Charakter, also wenn man solche Sachen macht. Details sind eh immer interessant. Und ich finde, warum nicht? So. Wir schweißen uns dann hier eine Axt zurecht. Wie gesagt, das kann ruhig nur ein bisschen ungleich sein und ein bisschen unsauber. Das gibt dem Ganzen so einen Charme. So, da haben wir es. Sieht doch schon mal ganz nett aus. Und weiter geht's. Unsere Axt ist natürlich gebraucht. Ja, da hat irgendwer schon mitgearbeitet und vielleicht sogar irgendwelche Orks verkloppt. Und deswegen gibt es auch hier kleine Döllen, die ich schon mal ganz gerne reinmache. Das können wir sehr gut machen mit dem Cut-Off-Werkzeug. Da ist also hier mit dem Abschneiden, da nehmt ihr hier eine Kurve und dann gibt es hier schon mal so kleine Problemchen, also hier ne, so kleine Eindellen und abgenutzte
Ecken. Das sieht das Ganze sieht dann ganz nett aus. Vielleicht sogar eine größere, das wird viel cooler hier. Wir machen mal eine größere. Da hat er mir richtig eine reingehauen hier. So. Und das könnt ihr dann komplett machen. Also hier zum Beispiel so ein Schnitt. Ja, das sieht ganz nett aus. Und auch längere. So, wenn ihr den Winkel etwas verändert, ich mache mal wieder isometrisch, dann könnt ihr auch flache Schnitte machen. So. Seht ihr, dann wird das so komplett durchgeschnitten hier, so ein Riss. Das ist besser, als wenn ihr das mit einem Pinsel macht. Ist zwar ein bisschen aufwendiger, aber es ist sauberer. So, dann mache ich noch einen. Ich mache hier immer einen Doppelklick und dann schließt der automatisch die Kurve. So, weiter geht's. Hier auf der anderen Seite hat natürlich auch irgendwer zugeschlagen. So. Ist natürlich ganz lustig. Wir können auch die Ecken abschneiden, das zeige ich euch aber gleich mit einer anderen Funktion. So, das ist ganz nett. Vielleicht noch die andere Seite. So. Sehr schön. Kratzer und sowas können wir später noch machen. Das ist dann so ein kleines Detail. Noch einen mache ich noch. Hier. Das ist eine coole Axt. Da muss noch mehr rein. Ups, ich bin in der falschen Ebene. Schafft halt. Ja, warte ich noch mit. Okay. Gut, das ist erstmal so ein bisschen Charakter. Was ich auch noch ganz nett finde, ist so kleine Dellen. Deswegen benutze ich hier auch schon mal das Bewegen-Werkzeug. Ne, ich habe das jetzt mal hier so ausgenutzt. Ich mache mal hier auch Pinselspitzen so. Und dann bewege ich das nochmal ein bisschen so. Oder dass er einmal jemand eine Delle reingemacht. Das sieht ein bisschen blöd aus. Ich nehme mal einen anderen Pinsel. So, sehr schön. Dann nochmal eine. Das ist ganz cool. Hier natürlich auch, klar, weil er wird ja gekloppt ohne Ende. So, und dann machen wir jetzt hier noch diese, als nächstes diese abgenutzten Kanten. Ich weiß nicht, wie man das, ich glaube, ja, mit dem Schaber-Werkzeug mache ich das. Hier, ich schalte auf Schaber und gehe dann auf das entsprechende Werkzeug und kann jetzt hier hingehen und nun einfach mit so kleinen einzelnen Pinselstrichen kann ich die abgenutzten Kanten erstellen. Je größer der Pinsel, desto größer die Kanten, die hier abgenutzt werden. Dauert auch ein bisschen länger, da muss er ein bisschen mehr berechnen. So. So, und dann jetzt mache ich noch mehr. Ihr könnt übrigens weicher Schaber und scharfer Schaber machen. Das ist dann sind die Kanten, die da angelegt werden, nicht so kantig. Ja. Ich mache das ein bisschen schneller, ein bisschen grober, damit man sie später auch noch sieht. So, und je schneller ihr seid, desto mehr verschiedene Kanten gibt es da. Das ist ganz nett. Kann ruhig ein bisschen grob sein, das ist nicht schlimm. Also Fehler sind erlaubt. Das gehört dann zu der Natur dieses Elements hier. So. Das gleiche mache ich hier auch. Seht ihr, je schneller ich bin, desto netter werden die Elemente. So. Der Hammer sieht so ein bisschen aus wie so ein zerkloppter Hammer. Und das gleiche mache ich hier auch ein bisschen. So. Wartet mal, das sah zwar ganz cool aus, aber... So, da hat er dann auch einen abgekriegt. Na, nee, doch nicht. Vorne ist er nett. Ja, vielleicht hier noch ein bisschen. Das sind auch diese Elemente, die ganz lustig aussehen. So, jetzt mache ich hier oben noch so ein paar Kanten rein. An dieser Dille. Ups, ein bisschen kleiner den Pinsel. So. Na, damit ich da drum komme. Kleineren Pinsel. Das gleiche auch hier. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Alt und Auge, dann zeigt er die Elemente so hier an und blendet die anderen aus. Da haben wir es. So. Das hat das Ganze ein bisschen mehr Charme. So. Speichern. Das gleiche mache ich jetzt mit dem Schafthals. Wobei ich sehe, ich glaube, ich werde die mal... Nee, ich bleib dabei. So, Schafthals und dann, das ist hier der erste. Da mache ich dann auch ein paar kleine Dölen rein.
So. Das sieht dann ganz nett aus. Beim zweiten mache ich das auch. Da ich keine Instanz verwendet habe, muss ich die einzeln anlegen. Ihr könnt entweder die Instanzen anlegen. Hoch, Undo, Undo, Undo. Was ist da passiert? Hier seht ihr das Loch. Das mache ich da. War ein bisschen zu viel. So. Ein bisschen größer. Muss ein bisschen aufpassen. Da. Hoch. Ah, so passiert das. Man darf also den Winkel nicht zu sehr. Das war zu viel. So. Alles klar. Das sieht doch schon mal ganz nett aus. Prima. Das heißt, wir haben jetzt schon ein bisschen mehr Charakter in das Objekt reingebracht. Hier muss ich wahrscheinlich dann doch so etwas zum Pinsel greifen. Dazu das mache ich am besten hier über so einen Spitzenpinsel. Es geht darum, dass ich die kleinen Dellen hier so reinmachen möchte. Also hier muss ich erstmal kurz gucken. So, Achskopf, da ist er. Und dazu habe ich hier diesen, das ist unser Pinseltyp hier. Und wenn ich das so bewege, dann sieht das halt so aus. Und wenn ich die Steuerung-Taste dann drücke, dann sieht das so aus. Und dazu benutze ich noch die Pinselspitze hier oben mit einem spitzen Pinsel. Kann so ein bisschen Kratzer reinmachen. Also mach das vorsichtig. Ich mache das hier etwas schärfer, die Sachen. Aber nicht so viel. Also lieber weniger, weniger ist mehr. Und dann mit der Shift-Taste wieder so ein wenig ausgleichen. Weil das Problem ist, in der Version reagiert der Pinsel noch so ein bisschen grob. Und das sieht nicht so toll aus. Müsst darauf achten, dass es nicht so generisch aussieht. Also nicht so künstlich. Das ist so ein bisschen schwierig, aber ja, ihr macht das schon. So. Ganz nett. Das gleiche mache ich hier unten noch. Na, wieder so ein Trick. Abziehen, wieder ein bisschen glätten, damit das so prima. Und das gleiche mache ich noch hier. So, wunderbar. Hier vielleicht, das vergesse ich immer hier so an diesen Elementen. Manchmal übersieht man da schon mal was. Ja, hier auch noch ein paar Ecken. Ich kann ruhig so ein paar Punkte und so auch reinmachen. Nicht immer nur diese Streifen. Ups, das war zu viel. So, das sieht dann gut aus. Schön, ein wunderschöner Achskopf, der so da gleich viel besser aussieht als vorher. Sehr gut. Prima. Ich neige mich so langsam der Zeit, in dem Tutorial-Ende, also nicht dem ganzen Tutorial, aber diesem Teil. Ich habe mir nämlich vorgenommen, dass es nie länger als eine Stunde dauert. Und im Moment sind wir, glaube ich, bei 50 Minuten, das ist schon eine ganze Ecke. Ich werde euch aber trotzdem noch eine Sache zeigen, und zwar werde ich den Schaft hier so hölzern machen. Darauf haben bestimmt die einen oder anderen schon gewartet. Da ist der Schaft, der ist in dieser Ebene. Gehe ich also hier hin, blende mal meinen Achskopf aus und die Sachen, die ich nicht brauche, das ist, würde ich sagen, ziemlich alles. So, die blende ich mal alle schön aus. Da. Weg sind sie. Und jetzt haben wir also hier unseren Schaft. Der soll aussehen wie Holz. Das geht am besten mit einer Textur. Ich blende mir mal meine Masken ein. Die sind im Moment hier in der Grundeinstellung hier oben. Ich schiebe sie mal ganz gerne nach da unten. So, und schiebe mir den Bereich etwas runter. Das gleiche mache ich mit den Materialien. Die schiebe ich dann hier links davon. Die sind nur wichtig zum Bemalen später.
die Masken aber, die sind ganz gut, wenn wir so Strukturen machen wollen. Ich wähle also, die fräsen sich dann quasi in dieses Objekt hinein. Vielleicht kennt ihr das schon. Dazu gehe ich hier auf Graben, aufbauen. Das benutze ich immer ganz gerne, das Werkzeug. Und wenn ich das einfach nur so benutze, dann kann ich da drauf rummalen von seinem Schaft. Ja? Ich benutze aber hier eine Maske. So, die wird auch direkt eingeblendet. Ich habe jetzt die erstbeste angeklickt. Also, und wenn ich diese Maske jetzt zum Beispiel benutze, dann wird die Maske, so, ich blende sie wieder aus mit diesem Zeichen, dann wird sie hier drauf projiziert. Sie wirkt wie so eine Art Filter. Wir wollen aber nicht so eine Struktur, sondern ich möchte gerne eine Holzstruktur. So, wir könnten theoretisch schon diese Maske dafür verwenden, weil Masken kann man in 3D Code auch verändern, also skalieren, zum Beispiel so. Wenn ich dieses Icon hier oben verwende, dann kann ich das skalieren. Das geht übrigens auch über Tastatur, also mit Shift und der rechten Maustaste könnt ihr hin und rein und rauszoomen. Mit der Steuerung-Taste könnt ihr drehen und mit der Alt-Taste, und Steuerung, genau, könnt ihr dann skalieren. Das sind dann diese Funktionen hier oben. Und wenn ihr das alles nicht mögt und zurücksetzen möchtet, dann drückt ihr hier oben auf Zurücksetzen. So, dann ist alles wieder beim Alten. Die Maske ist so nett und bewegt sich immer mit, also beim Skalieren. Wenn ich die Kamera bewege, dann skaliert sich die Maske mit. So, ich mache mal meine Maske so. Ich nehme diese hier mal, ich glaube, die ist sogar dabei, und skaliere die mal so, dass sie so ein bisschen aussieht wie so Holzmaserung. So, da haben wir es. Manchmal stört das hier beim Malen. Also möchte ich gerne, dass sie ausgeblendet wird. Das kann ich hier machen, indem ich hier oben auf diese Option klicke. Das ist hier noch in Englisch. Ich weiß nicht warum. Ich meine, ich hätte das mal übersetzt. Vielleicht habe ich zwischendurch mal irgendwas falsch gemacht. Also man kann hier mit dem dritten durchschalten. Also Shown ist, also das Anzeigen ist der Grundmodus, und dann gibt es noch den Verstecken. Und dann gibt es noch den Modus Auto. Das heißt, wenn ich male, dann wird das ausgeblendet. Das ist ganz nett für uns, weil dann können wir halt verfolgen, was gemacht wird. Ich schalte aber auch schon mal häufiger auf Hidden. Also es ist noch da, aber man sieht es nicht. Okay. Wenn ich allerdings die Maske skaliere und verändere, also hier oben, ne, dann wird sie kurz eingeblendet. Dann können wir sie so kontrollieren. Okay. Ich benutze diese hier mal mit diesen Sehnen und mache daraus eine Holzstruktur. So, das ist ganz leicht. Wir brauchen dann nur ein bisschen zwischendurch mal drehen. So. Und dann male ich das so nach und nach hinein. Ihr müsst immer darauf achten, dass der Winkel stimmt, weil wir verändern ja auch hier die Ansicht. So, drehe ich so ein bisschen. Nochmal in diese Position. Zwischendurch könnt ihr ruhig die Maske ein bisschen verschieben. So, da den Winkel wieder ändern. Und jetzt hier. Ich mache das hier so ganz vorsichtig. Wieder drehen. Und immer darauf achten, dass die Drehung, also dass der Winkel passt. Man kann übrigens bei den Masken, die kann man auch anpassen. Das zeige ich euch bei einem der nächsten Tutorials. Man kann also hier diesen Winkel, diese Maskenform, dass die folgt. Das geht nämlich hier. Textur anpassen, dann könnt ihr die Textur anpassen. Probiert das mal aus, das ist eine ganz coole Funktion. Ihr könnt das auch wieder zurücksetzen. Aber ich mache das erstmal heute, für dieses Beispiel mache ich das einfach so. Hier oben schiebe ich das mal so ein bisschen rüber, so. Dann sieht das so aus wie Holz, ne? Ein bisschen rein, rechte Steuerung benutze ich. Ihr könnt auch Shift wieder benutzen. So, dann drehe ich das wieder. Ihr braucht da so ein bisschen Geduld für. Aber da mache ich mir keine Sorgen, passt schon. So. Immer schön vorsichtig, nicht zu viel rausziehen. Ein bisschen den Pinsel vergrößern, dann brauche ich nicht so viel malen. So. Da haben wir es. So, sieht gut aus. Jo. Ich mache mal den Grill aus. Sieht nicht schlecht aus. Ach so, ja, und hier unten vielleicht noch. Vielleicht brauchen wir es ja. So. Ist zwar nicht richtig, eigentlich müsste da so eine Art Masurierung, also hier so ein Querschnitt von diesem Ast sein. Aber wollen wir mal jetzt nicht so ganz genau sein. So.
Sehr schön. Zwischendurch noch ein bisschen fummeln. Prima. Close, dann beendet die Maske und ich kann wieder normal gucken. So, jetzt blende ich die anderen Sachen wieder ein. Das ist halt unser Achskopf. Hier, da ist er. Ich stelle auch auf Perspektive, dann sieht das cooler aus. So. Und dann natürlich den Hals, den nächsten Hals, die Knoten. Und so sieht das Ganze aus. Ach ja, da war noch die Kralle und das Schaftende. Das mache ich dann beim nächsten Mal. Alles klar. So, wir haben die heutige Zeit rum. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal mache ich dann weiter und zeige euch viel mehr. Und zeige euch, wie es hier weitergeht mit den Elementen. Ja, ich würde einfach sagen, lasst euch überraschen und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.